Hallo, ich bin der Joshua, ich bin 17 Jahre alt und besuche die 3. Klasse des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Meran. Und heute habe ich die Gelegenheit gehabt, bei einem Physiotherapeut, nämlich Hans-Peter Bechlaner, mein Praktikum zu absolvieren. Also wirkliche Zukunftspläne habe ich nicht, aber da ich sportlich ziemlich aktiv bin, sind meine Interessen halt auch in der Physiotherapie und zu verstehen, was am Muskelkampf oder wie der Muskel funktioniert, und deshalb habe ich mich entschieden, beim Physiotherapeuten ein Praktikum zu machen. Was das Thema anbelangt, ich habe nicht wirklich viel tun gedurft, da die Behandlung von Patienten eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und das überlässt man lieber dem Profi, damit man auch jemandem nicht wirklich Schmerzen zufügt. Aber ich habe trotzdem viele Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich von Lasertherapie und Ultraschall. Ich habe die zwei Aspekte nämlich auch ausführen gedurft und selber mega Erfahrung. Ja, also das Praktikum war halt ein zweiwöchiges Praktikum, und im Vergleich zur Schule, wir haben 30 Stunden die Woche an der Praktikumsstelle verbringen müssen, und ich habe um 8 Uhr in der Früh begonnen bis zu Mittag um 1 Uhr, und dann habe ich Nachmittag ganz flexibel mit dem Chef, mit dem Hans-Peter Bechlaner, ausgemacht, wenn ich in der Praxis zusätzlich sein muss oder nicht. Die größten Herausforderungen während meines Praktikums waren vor allem am Anfang die Kommunikation und das Kennenlernen von den verschiedenen Patienten und das Interagieren, denn es war eine sehr große Altersgruppe und es war ein großer Altersunterschied. Es waren nämlich viele junge Sportfanaten, die allerlei verschiedene Verletzungen gehabt haben. Und es waren aber auch ältere Menschen, die Mobilisationsprobleme gehabt haben aufgrund von Arthrosis und weiteren Krankheiten und so weiter. Des Zweiten war es schwierig, Telefonate entgegenzunehmen, oder nicht schwierig, aber ungewohnt, denn man musste eine gute Vereinbarung finden zwischen der Praktikumsstelle oder halt dem Physiotherapeuten, aber es musste auch dem Patienten halt gut passen. Der Praktikant Joshua war ein sehr vorbildhafter Junge. Er ist sehr wohlerzogen, gut gebildet, hat sich sehr schnell in unser Team mit eingefügt, hat einen sehr guten Umgang mit den Patienten, und es war eigentlich sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Ja, die Grundvoraussetzung ist eine Matura, eine gültige Matura. Am besten wäre natürlich die Matura von einer naturwissenschaftlichen Oberschule. Und danach macht man 3 Jahre eine universitäre Ausbildung mit Abschluss im Bachelor. Ja, ist schwierig, weil es gibt sehr viele verschiedene Methodiken, um die verschiedenen Pathologien anzugehen. Und in meiner Meinung nach ist ein guter Therapeut derjenige, der für den jeweiligen Patienten die geeignete, für ihn geeignete Methode aussucht, wo er dann am besten mit behandelt werden kann, am besten darauf anspricht und dann auch die besten Resultate erzielt werden können. Ja, gibt es für mich schon, vor allem für Praktikanten, die von einer Oberschule kommen und praktisch so ein 8-2-wöchiges Betriebspraktikum machen, wie es der Joshua gemacht hat. Für mich ist wichtig, ein bisschen zu verstehen, ob der Schüler oder Schülerin wirkliches Interesse an diesem Beruf hat und nicht nur eine Möglichkeit sucht, das Praktikum über die Zeit zu bringen. Deswegen suche ich immer das persönliche Gespräch mit der Person, um vielleicht ein bisschen feststellen zu können, wie weit das Interesse ist oder nicht.
Also das Praktikum hat mir super gefallen. Es war genau das, wonach ich gesucht habe. Und ich empfehle es wirklich jedem, der sich für dieses Fachgebiet interessiert. Jedoch, wenn nicht das Interesse vorhanden ist, ist vielleicht ein anderes Gebiet, eine andere Praktikumsstelle viel interessanter. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, ein Praktikum zu machen, dann muss man sich unter Anführungszeichen gut gehen lassen und Interesse zeigen und wirklich etwas mitnehmen im Leben. Ich kann sagen, dass ich wirklich viel mitgenommen habe, mich viel besser jetzt auskenne und bin wirklich froh, das machen können zu haben.